Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SnowRunner. Die Karte Riss habe ich soweit möglich und soweit nötig einmal aufgeräumt. Das Einzige, was ich hier, also der Tiger hat den Werkzeuganhänger hier mitgenommen. Das hat funktioniert. Der Voron konnte ja leider aufgrund Kran und kann er keinen Anhänger ziehen, deswegen habe ich den Tankanhänger da jetzt stehen gelassen. So viel wert sind die Dinger jetzt auch nicht. Und die ganzen kleinen Pritschen-Anhänger, ja, da kommt ja auch nicht so viel bei in der Runde. Ich möchte aber jetzt mit dem Tartarin nochmal einmal diesen Bereich erkunden, weil ich der Meinung bin, dass irgendwo in meinem Hinterstübchen ich da noch ein. Da sag schon, ein Upgrade meine gefunden zu haben. Ja, dann habe ich den Tiger schon in Steinbruch, am Steinbruch abgestellt mit Anhänger. Den hatten wir da ja noch stehen an der Straße. Damit wir die beiden Betonplatten zur Brücke nach Semiagosk bringen können. Riss endgültig verlassen, will ich da hinten auch mal einmal nachluschern. Das sieht halt verdächtig aus. Es ist nicht aufgedeckt und du hast diesen kleinen, ja, was soll das sein, Seeteich. Das möchte ich mir mal anschauen. Ja, dann habe ich den Jahr noch nicht weiter bewegt. Mit dem möchte ich dann da auch noch diese eine Insel luschern. Dann müssen wir rein. Und den zweiten Tartarin, den habe ich so weit vorgefahren, bis der Sprit zugelassen hat. Ja, es ist noch ein bisschen was drin, aber ich hätte noch durchs Wasser gemusst. Wo ich im Wasser, bevor mir im Wasser der Sprit ausgeht, bin ich dann lieber vorstehen geblieben. Den gilt es noch zu betanken. Für einen der beiden, ja, welchen der beiden will ich verkaufen, ist hier glaube ich gehört viel gesprungen. Aufgewertet haben sie beide noch nicht. Aber der macht Spaß, das muss ich sagen. Der wühlt sich überall durch. So, macht Sinn. Nicht wirklich. Ich würde sagen, dass wir bis hier fahren und dann hier mal reinluschern. So, ich hoffe, wir kommen jetzt einigermaßen unbeschadet durch, weil er hat hier noch einen Schnorchel. Das bisschen Schaden, das kann man hoffen. Sich aus, fahren wir mal hier durch. Schaffst du den? Hättest aber ja mal schaffen können, mein Freund. Sehe ich doch was. Sind das auch nur Steine? Wir luschern hin. Ja, entschuldigt den kleinen Schnitt. Da wurde man je unterbrochen. So, wir wuseln hier weiter.
Also ich kann mich auch komplett täuschen, dass hier überhaupt nichts zu finden ist, aber... Drauf luschern. Das wird seinen Grund haben, warum das hier so dunkel ist. Sieht man irgendetwas? Ich bin mir gerade unsicher. Lenk doch. Das Map-Ende. Nichts Genaues weiß man nicht. So, wir machen uns hier noch einmal hin und dann lassen wir es gut sein. Gibt aktuell auch ja noch Aufgaben, von denen wir wissen, dass sie existieren. Na, ich würde sagen, wir lassen es gut sein. Und ja, mein Vorschlag ist, dass wir hier einfach dann doch mit dem Scout und dem Radaranhänger, das klappt nur leider mit ihm hier nicht, hier dann nochmal herfahren, das Ganze nochmal überprüfen. Ich kann jetzt so auf die Schnelle nichts finden. Aber dann haben wir wenigstens mal gezeigt, was er kann. Gut. Ich würde sagen, wir lassen ihn hier stehen und wechseln kurz die Map. Okay. Da haben wir das gute Stück. Dann luschern wir noch einmal rein. Das wollte ich gar nicht. Was weg. So, ja, da steht der Service-Anhänger von Riss. Ich habe uns hier den Pritschen-Anhänger dahinter geklemmt. Und dann will ich doch mal versuchen, ob wir diese Kurve hier nicht kriegen. Das würde natürlich am schnellsten gehen. Schauen wir mal. Mit den versteckten Upgrades, das haben sie doch wahrscheinlich erst eingeführt, als sie den Radaranhänger gebracht haben. Ich kann mich nicht daran erinnern. So, mal schauen. Oh, das sollte funktionieren.
Mit Fracht fahren wir gleich anders. Rein in die Suppe. Guten Tag auch. Ich hätte gerne. Zweimal Betonplatte. So, dann haben wir jetzt diese Kurve hier ist nicht ganz so scharf. Fahren wir hier einfach im Kreis wieder raus. Einfach ist relativ. Ihr wisst, was ich meine. Ich möchte eigentlich nur ein bisschen ausholen. Ne? Will er nicht so ganz. So, das hatte ich vor der Folge vergessen. So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Welche sieht sinnvoller aus? So, eigentlich der Kollege hier, wa? Dann können wir da raus und machen uns da auf den Weg. Ich muss ehrlich sagen, dieser Steinbruch hier ist meiner Meinung nach einfacher als der in Michigan. Was soll das denn jetzt? Das ist auch wieder ein Gehampel hier. Ist das Gemüse oder ist das was Vernünftiges? Strommast. So. Ich jetzt. Achso. Ich möchte eigentlich dahin. Den anderen Weg fahren können. Ach ja, am allermeisten macht das Spiel noch Spaß, wenn du es mit dem LKW alleine machen kannst. Du keine Anhänger brauchst. Ich will ja jetzt nicht wie zuletzt in Riss immer überall doppelt fahren.
Wenn du das machst, war es mir einfach zu albern, mir da einen Anhänger rüber zu holen. Wir haben es ja alles fertig bekommen. Jetzt reparieren wir erstmal, ich glaube sogar schon die letzte Infrastruktur hier in Taimir. Nicht unfrei. So, auf und davon. Ja, das untere Portal wäre kürzer zum Ziel. Aber das ist mir hier auf dieser Map zu weit weg. Kurz drauf geluschert. Ja, stimmt, das klappt jetzt so nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen wäre, wie gesagt, dieses Portal hier einfacher gewesen. Ja, da habe ich den zweiten, bis dahin habe ich den zweiten Tartarin geschafft. Wie fahren wir denn jetzt ans unbefreitesten? Komme ich mit ihm hier durch? Ich finde, hier haben sie das Portal ein bisschen dämlich platziert. Das hätten sie besser hier hinpacken können. Eigentlich müssten wir jetzt drehen. Wir probieren, ob wir da oben durch die Engstelle durchkommen. Ich habe auch kurz überlegt, vorher auf die andere Seite zu wechseln. Ziemlich weit weg. Der Weg ganz im Osten auf dieser Mitte ist natürlich sehr, sehr, sehr schlammig. So, dann wollen wir mal gucken. Das wird eigentlich funktionieren. Kurz geluschert. Würde ich sagen, dass wir. Ja, gut, müssen wir ja. Aber finden wir hier nicht irgendeine Abkürzung? Schauen wir mal, fahren wir bis zu dem zweiten Punkt vor. Da ist eigentlich nicht ganz in die Runde gefahren.
Wir probieren es mal hier durch. No risk, no fun. Ist da jetzt noch so eine Pfütze? Hast du eine Tatsache, da hat er mir was angezeigt. Krieg ich das noch hin? Schön. Oh, Spritz. Jetzt geht langsam. Nicht ganz halb voll. So. Oops. Achso, Verfolgung, ja, ist ja okay. Ja, haben wir die Frachterwaltung. Zack. Zack. Sehr schön, Sanierung der Zimnyangorsk-Brücke. Danke für deine Hilfe. 530 Belohnung, Erfahrung, 3950 Knete. Nehmen wir. So, es ist kein neuer. Ach, das war auch ja eine Aufgabe, das war ja kein Auftrag. Ich will mal einmal gucken. Anhänger Werkstatt, das macht doch. Irgendwie macht das keinen Sinn. Oh Gott, press doch nicht so los. Stellst du mir aus dem Kollege? Also ich gehe davon aus, dass das hier ein Anhänger-Shop ist. Auch noch irgendwas, gucken wir uns an. Gut, zwingend verkaufen muss ich ihn jetzt nicht. Ich lasse ihn hier erstmal stehen. Deswegen wollte ich den Motor eigentlich auch gar nicht ausmachen. Ich wollte da vorne noch reinschauen. Das ist eine Aufgabe. Verlorenes Werkzeug. Die Renovierung der Pier in Zimnyangorsk ging gut vonstatten, bis eine Lieferung mit wichtiger Ausrüstung unterwegs verloren ging. Mache sie bitte ausfindig und bringe sie zum Pier. Nehmen wir an. Würde ich sagen, da die Verwaltung starten. Lieferung zum Pier, 4x Verbrauchsgüter. Wir schauen auf die Map. Okay, das wäre dann was für den Woron. Der hat ja einen Kran. 1, 2, 3 und ja natürlich 4 da ganz hinten. Okay, dann hier aber den Motor aus. Wir springen in den Jahr. Dann gucken wir mal, was wir hier noch verhackstücken können. Wir haben nur noch diese 58 Liter, die im Tank sind. Der Werkgepäckträger ist leer. Ist das jetzt hier vielleicht eine dämliche Aktion? Aber ja gut, was erwartest du so nah am Wasser, hä? Ich bin mir jetzt auch nicht 100% sicher, ob wir da nachher irgendwas hinliefern müssen oder ob es da ein Upgrade gab. Aber ich weiß, dass ich darüber fahren musste.
Jetzt erinnert mich das Ganze gerade, dass ich mich hier, glaube ich, überwiegend durchgehe. Wunden habe mit der Winde. Okay, was ey, das schaffen wir mit dem Sprit ja nie. Das ist hier doch nicht. Au. Ich brauche Überblick. Ja gut, viel weiter geht's hier nicht. Naja gut, dann war das offensichtlich auch die Katz. Was zu haben. Bin ich doch eben auch durchgefahren. Hier ganz bestimmt nicht. Naja gut, vielleicht sind das noch mal in eine Richtung Stalläste. Das noch wieder zurückschaffen. Alter, in Fahrtrichtung. Danke. Ja, wie schade. Zwei Spots angefahren. Zweimal nichts gefunden, wie schade. Ja, du mir auch. Ja, nicht da. So, zu weit weg. Bis zur dritten Bergung. Zur ersten in Talmir. So, ein bisschen angenehmer. Ja, dann würde ich sagen, wir poolen ihn hier noch raus. Dann geht es in der nächsten Folge weiter. Zu tun haben wir ja noch genug.
Gut, dann lass uns noch mal gucken, können wir hier noch irgendwelche Dinge aufpinnen? Da wäre noch Metalllieferung. Ja gut, wir müssen jetzt eh Richtung Tankstelle, 37 Liter. Aber muss doch gucken, ob wir das mit der Metalllieferung noch angenommen bekommen. Auf der es zwei Tankstellen gibt, hier noch nicht einen Scout-Tankauflieger gesehen. Und da war ein großer Tankanhänger und was weiß ich wie viel von den anderen Kollegen. Hier habe ich bislang noch keine Tankmöglichkeit entdeckt. Also wir kriegen hier eine Werkstatt, ja, aber die ist ganz im Nordosten, oben beim Portal. Noch richtig? Ja, in der Fabrik ist es. Holla, die Goldfee. Erstens mal weiter rechts halten. Das bringt ja nicht die Bohne. So, was gibt's hier? Stahlträge, ist klar. Metalllieferung. Ich habe einen Simnet-Auftrag für dich, mein Freund. Du musst Metall von der Fabrik ins Lager bringen. Was sagst du? So, nehme ich an. Lieferung zum Lagerhaus, zweimal Stahlträge. Ja gut, wir haben den Tiger mit dem Anhänger ja da. Lagerhaus ist wahrscheinlich am anderen Ende der Map. Nee. Ah, das könnte wahrscheinlich schon die Entstehung unserer Werkstatt sein. Das ist nicht übel. Gut, aber für heute Morgen Feierabend. Ich bedanke mich recht herzlich für euer Interesse und würde mich sehr freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin.